Ja, ich bin's wieder, euer Borgelkatt. Ich bin auf der Karte. Moment mal, wir schauen doch nach. Windsturm, und das ist ein Standardgefecht. Jede Seite besitzt eine Artillerie. Und ich fahre den sowjetischen leichten Panzer MT-25, der mal als Ersatz für den T-50-2 ins Spiel gekommen ist. Er ist nicht ganz so wendig wie sein Vorgänger. Und zwar der T-50-2 konnte Haken schlagen wie so ein Kaninchen. Den hast du kaum zu packen gekriegt, so flink war er. Und das ist jetzt halt ein Tier 6er Light. Ich habe die 57 mm Kanone drauf. Und muss sagen, mit 72 km/h Endgeschwindigkeit ist er auch nicht schlecht. Und mit der 57 mm Kanone kann man in größeren Gefechten aus Versehen doch auch wesentlich stärkere Panzer beschädigen. Was ihr natürlich nicht könnt, wenn ihr da nur diese MK-Kanone reinbaut, diese Bum 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 Bum. Das bringt nichts. Da prallt fast alles an größeren Fahrzeugen ab. Einer macht vielleicht Treffen. Aber die weiteren Geschosse, die ihr verschießt, fliegen sonst wohin. Von daher kann ich euch nur die 57 mm Kanone empfehlen. Und die Feuergeschwindigkeit ist auch in Ordnung. Na, was haben wir denn hier? Womöglich ein Lemmingtring auf der anderen Seite? Weil ich sehe hier noch keinen Gegner. Ernsthaft? Das ist hier verdächtig. Die Sounds sind sehr gut geworden, finde ich. Und auch sonst hat das Spiel mit 9.0 sich wesentlich verbessert. Ja, da gehen wir in Deckung. Falls nämlich dann der KV-2 dann wirklich eingerichtet hat, bin ich für ihn nur ein One-Shot. Ich bin halt nur ein Light. Das Fahrzeug wurde 1943 auf dem Blatt Papier als Konzept oder als Vorschlag entwickelt, vorgetragen. Es wurde aber nie ein Prototyp wirklich entwickelt oder gar gebaut. Von daher, den hätte es mal geben können, gab es aber nicht. Ja, jetzt stehe ich hier mit meinem Talent. Ich traue mich nicht so richtig nach vorne. Dafür bin ich auch eigentlich nicht geschaffen. Ich bin ja eigentlich nur ein Light. Sprich aufklären, sich dann wieder schnell verdrücken. Dann schauen wir mal, dass wir nicht zu viel riskieren. Weil ich gebe zu, ich bin kein guter Medium-Fahrer und auch kein guter Light-Fahrer. Deswegen verhalte ich mich hier mal etwas passiver. Weil ich möchte auch dieses Fahrzeug euch vorstellen. Weil dann komme ich langsam in dem Bereich, wo ich sagen kann, ich habe alle meine Fahrzeuge euch wenigstens einmal vorgestellt. Danach kann ich mich auf Wunschfahrzeuge, die ja schon ab und zu mal geäußert haben, wieder konzentrieren. Und einfach auch nur mal Spaßrunden hinlegen. Ich bin jetzt gerade dabei, Richtung heimatlichen Cap zurückzufahren, weil ich befürchte, dass durch die Stadt dann doch mal einer sich in Cap-Kreis rein verirrt, weil die Stadt ist gefallen. Vielleicht kann ich mich auch irgendwo als passiver Scout hinstellen. Was ist ein passiver Scout? Ja, im Busch stellen, das Periskop arbeiten lassen und dann mal schauen, was man aufdeckt. Hat man keinen Busch, kann man ja mal gucken, ob das Periskop einen den Vorteil schafft, gleich, dass man Gegner aufdeckt. Meine Hoffnung wäre dann, dass der KV-3 auf den Gegner dann schießen kann.
Ein KV1. Vielleicht wird das ja was. Nicht abhauen. Na, das war doch nett. Ich bin immer noch nicht aufgedeckt. Meines Wissens habe ich nämlich sechsten Sinn hier drin. Oh, einen zweiten Kill. Gegner IS, ja, da habe ich keine Chance. Oder? Sie ist gerade mit dem KV-3 beschäftigt. Ich wechsle auf Goldmunition. Und ich befürchte. Nein, ich wollte gerade sagen, ich befürchte, gleich bin ich weg. Der Gegner richtet auf mich ein, aber Pustekuchen, der hat was anderes gemacht. Ja, ich wechsle wieder auf Standardmunition. Wir müssen ja nicht hier mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es ist nur noch eine Arti im Spiel. Wer weiß, wo die jetzt hingeraten ist. Ups. Ja, 72 km/h. Die können auch mal mir zu viel werden. Kommen wir zur Auswertung. Das wäre eine Klasse 2 wert gewesen für dieses Fahrzeug. Dann haben wir halt 19 Schüsse abgegeben, 15 direkte Treffer, 12 Wirkungstreffer, 905 Schaden gemacht. Was nicht schlecht ist für dieses Auto, finde ich. Ein Treffer erhalten, das war natürlich ein Wirkungstreffer. Bei meiner leichten Panzerung kommt ja alles durch. Gegner entdeckt 2, Gegner beschädigt 5, Abschüsse 2. Und finanziell gesehen, trotz Goldmunition verschießen, habe ich einen Gewinn von 13.262 Kreditpunkte. Dank Premium. Ohne Premium wäre trotz Goldschießen, ich habe ja nicht die ganze Zeit Gold geschossen, sondern nur einige Granaten, wären immer noch 6.165 Credits übergeblieben, ohne Premium. Nicht schlecht, finde ich. Und das Gefecht habe ich gedoppelt und so ergibt sich daraus ein Erfahrungs-, sprich Forschungspunkte Pool von 1652 Punkte. So, nochmal kurz einen Blick hier in der Garage in Ruhe auf das Fahrzeug geworfen. Es ist nicht schön, es ist relativ breit für so ein Knight, aber er kann schon was, wenn man damit vorsichtig umgeht und nicht zu viel ihm abverlangt. Er ist halt ein schneller Flitzer, empfindlich, aber er macht seinen Job, wenn ihr damit wisst, wie ihr damit umgehen müsst, sprich nicht zu offensiv, ganz vorsichtig. Notfalls auch mal im Busch stehen bleiben und einfach für die nachfolgenden Kräfte aufspotten, nicht schießen und nur den Gegner offen halten, dass eure TDs, wenn die hinten stehen, immer auf den Gegner ballern können, ohne gesehen zu werden. Dann kriegt er ja auch noch ein paar Punkte ab. Das war's, euer Borgelkart. Ciao!